Hallo Leute, und es geht weiter mit Lego Herr der Ringe und meiner Freundin Amira. Oho. Uhu, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Ja, wir haben es geschafft, wir Trottels. Aber es war gar nicht so schwer, wir sind einmal rein und wieder raus und waren wieder am letzten Speicherort sozusagen. Und jetzt haben wir eine neue Quest angelegt, während Amira als Sam irgendwelche Leute verkloppt. Und wir laufen los und folgen unserer neuen Quest. Die geht nämlich dahin, wo der Mann, den wir das letzte Mal irgendwie da gefangen gesehen haben. Gegenüber von den Booten. Ja, da wollen wir jetzt mal hin. Ich flocken. Ich folge einfach mal den blauen Punkten. Stürmisch hier oben. Mir ist auch schon ganz kalt. Was geht denn schon wieder? Was denn? Steht hier wieder schon jemand hinter? Moment. Was? Ja, hä? Guck, hier steht schon wieder jemand hinter. Oh, der Arme. Können wir die nicht irgendwie helfen? Geht bestimmt gleich auf. Ja, aber durch was? Wie bei der Eulen mit dem Bart. Da haben wir doch auch die Kurbel gemacht und dann ging das Türchen auf. Ach so. Ja, dann gehen wir mal erstmal weiter. Ja, wir versuchen natürlich ein paar Punkte zu kriegen, wenn wir schon dabei sind. Teamwork, alles für uns beide. Hier ist schon wieder so ein komisches Tor. Hab ich. Ja. Ja, toll. Geht's uns auch. Ganzer Baum kaputt. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo uns die blauen Punkte hinführen. Das sind Punkte. Hier wollen wir nicht lang. Ach, wir sollen hier gar nicht hin. Ist aber, hier waren wir aber auch noch nicht. Ist doch Bruchtal, oder? Wir sind wieder im Bruchtal. Ach. Ja, ist doch schön. Nee. Viel zu weit. Komm, wir holen Arwen an. Die Schöne. Mit ihrem wallenden Haar. Und ihrem kastenförmigen Oberkörper. Ach, Menno. Wartet auf mich. Sam, voll weit zurück. Fetter Hobbit. Wann kommt der eigentlich? Der kommt noch. Bestimmt. Also ich freue mich schon auf Gollum. Schwierig. In der Gegend, da waren wir doch auch schon. Ah, guck mal hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ein komplett anderes Fragezeichen anvisiert. Weil hier war ich schon. Das ist halt die Wetterspitzengegend. Vielleicht könnten wir doch nochmal zur Wetterspitze zurück. Und ja, der Eulen ihren Hut holen. Wir wollten hier eigentlich jetzt... Ja, wir haben aber ein anderes Fragezeichen anvisiert, weil guck mal, das zeigt uns komplett woanders hin. Also, wir laufen gerade wieder zur Wetterspitze zurück. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen kann. Weißt du, ich verschone die Hühner und du... Ja, ich wollte ihr meine so typisch. Lassen. Ja, ja. Ich wollte sie nur transportieren. Ach, guck mal, hier warst du auch in einem anderen Park. Ja, sag ich doch, ich war ja hier schon. Und eben, die hier ausgerastet ist. Ja, genau da. Also wir sind sehr in der Nähe von der Wetterspitze, wo wir der Mannsfrau ihren Hut wiederbringen könnten. Wenn wir ihn denn finden würden. Ich habe aber auch den Topf vom Anfang nicht gefunden, also ich finde hier immer gar nichts. Von daher, ja.
Und hier, ich weiß nicht, was das hier für ein gelbes Ding ist. Ich weiß nicht, was man hier machen kann, damit hier die Plattform hochkommt. Also probier mal mit Mary, mit der Angel dagegen zu kommen. So eine Mary, Idee. Mary, Mary, Mary. Der steht mit seiner Angel sogar da. Probieren wir das mal, vielleicht hilft das ja. Er macht gar nichts. Ich komme mit meiner Bratpfanne zu Hilfe. Manu. Da bin ich. Toll. Toll. Und da stehen wir jetzt hier. Also irgendwie, nee, ne? Also das... Nee, vielleicht ja Gandalf. Gandalf! Oh. Nein, das funktioniert alles nicht. Egal, was ich mache. Nee. Also, nee. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich immer frage, warum kann ich das nicht tun? Mann. Weil da hinten kommen wir auch nicht rüber auf die andere Seite, ne? Weil da war ich ja scheinbar auch noch nicht. Wie kommt man da denn rüber? Ich weiß es nicht. Ich mach mal Karte. Ja, das sieht ganz total richtig aus. Wir sind richtig, total richtig gelaufen. Aber wir wollten ja dahin. Ja, da wollten wir eigentlich hin. Genau. So. Jetzt also sind wir da schon richtig gewesen. Ja, aber wie kommen wir jetzt? Guck mal, genau an der Stelle wollen wir jetzt auch rüber. Ja, das müssen wir irgendwie rausfinden. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Er schießt auch nicht, er zielt auch nicht. Das ist nichts, was er machen kann. Da raufspringen, so kann man auch nicht. Wie kann man das denn aktivieren? Oder wir brauchen so eine Art Stange oder so. Irgendwas, was wir finden müssen, womit wir das aktivieren können. So ein Hebel oder so, den wir dann daran klicken, so. Weil wir haben doch... Guck mal, wir haben das jetzt anvisiert, ne? Also, die blauen Punkte führen uns jetzt aber eigentlich weg hier. Ja, die sind auch nicht mehr hier. Also folge ich jetzt mal wieder den blauen Punkten. Die müssten mich doch eigentlich richtig führen. Sieh mal an, die führen mich hier oben hin. Warum führen die mich hier oben hin? Sowas. Ich laufe hier irgendwo lang, wo ich anscheinend noch nicht war oder so. Oder wir waren hier schon und... Keine Ahnung. Und alles ist wieder da. Ich weiß es nicht. So, falls die anderen sich fragen, was ich hier mache, ich weiß es selbst nicht. Ich halte die Stellung. Sehr gut. Sehr gut. So, ich folge den blauen Punkten. Die mich... Keine Ahnung, wo sie mich jetzt wieder hinführen. Ja, super, die blauen Punkte führen mich zur Hauptquest. Witzig. Sehr witzig. Ja. Ich meine, wozu macht man das mit den Quests hier? So eine Scheiße. Das da habe ich gesagt und trotzdem funktioniert das nicht. Das ist doch Kacke. Da oben stehe ich. Ja, ich weiß, aber... Irgendwas, um... darüber zu kommen. Ja, weil hier, habe ich schon gesehen... Ist nämlich im Wasser eine Plattform. Da. Ja, du, die Zuschauer sehen das nicht. Das ja, ist, doch, wenn die jetzt bei mir gucken, da. Ja. Ja, ich komme mit allen wieder zurück. Ein bisschen Training. Ja, es zieht sich ein bisschen länger, nie länger. Aber wir wollen halt auch mal ein paar Nebenquests schaffen und nicht nur immer gleich weiter und so. Nein. Legolas, das war's mit Legolas.
Ja, aber du kannst doch schon mal suchen. Du kommst ja so nicht weiter. Ja, aber was soll ich suchen? Ja, irgendwas muss man ja finden können, damit man da rüber kann, oder? Oder ist das auch wieder so eine Scheiße, die sich nur am Ende freischaltet? Wir können natürlich jetzt auch wieder zurück, wo ich mit Legolas herkam und Hauptquest und so. Aber hier sind auch voll die Leute alle gefangen und ich finde das irgendwie ein bisschen scheiße, wenn wir niemanden hier helfen immer können. Das finde ich schon ein bisschen blöd. Alle voll gefangen und wir laufen einfach weg. Wir machen unsere Quest. Ja. Hau rein, ne? Der Ring ist das Wichtigste. Das arme Huhn. Es lebt doch noch. Also die Geräusche sind nicht sehr schön. Nicht sehr tierfreundlich. So entstand. Pippin kann mit seinem Eimer Wasser aus Lego Wasserstellen schöpfen. Ja, das ist diese Scheiße. Ich habe keinen Eimer. Ich habe immer noch keinen Eimer gefunden. Stand er nicht mit seinem Eimer? Ja, er hat halt keinen Eimer. Und das... Ich habe noch keinen Eimer für ihn gefunden. Und ich habe keine Ahnung, wie man den Leuten hilft, wie man einen Eimer findet, wo man den Topf von dem Typen findet. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir den Hut finden für die Frau und wie wir die Leute rauslassen, wie wir auf die andere Seite kommen. Es sind sehr viele Fragen offen. Gut, also wir wissen nicht, was wir machen sollen, ne? So. Ja, dann sagen wir, machen wir die Hauptquest weiter. Ja. Ist ein bisschen enttäuschend. Finde ich auch. Dass man halt so ein bisschen planlos ist, weil man halt irgendwie auch keine Ahnung hat, wie weit man wieder zurücklaufen soll. So. Oder in welche Richtung. Irgendwie muss ja ein bisschen auch geholfen werden, finde ich. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwie, ja. Das zeigt mir auch schon wieder den Hauptquest an. Also irgendwie kann ich das auch so oft, wie ich will, anvisieren. Ist auch noch ein Fragezeichen. Ja, ich habe keine Ahnung. Hier ist mal so eine Großansicht, aber... Das ist schon ein bisschen doof. Ich habe keine Ahnung. Oder was sagst du? Ich blick auch gerade nicht durch. Aber ich denke, wir machen die Hauptquest. Okay, dann kommen wir wenigstens voran. Ist nicht so langweilig. Genau. Also wenn ich jetzt da hinten jetzt durchgehe, dann bist du ja automatisch eigentlich auch da. Ja. Hier ist wieder dieses Tor, wo der gefangen ist. Es tut mir voll leid. Ich will denen halt helfen, aber ich weiß einfach nicht wie. Vielleicht sind es auch Sachen, so Missionen, die man erst machen kann, wenn man nochmal durchgespielt hat, weil man dann Leute dabei hat, die das aufmachen können. Weiß ich nicht. Oder kann hier Gimli oder so das weghauen? Nee, sowas hatten wir vorher noch nie gesehen. Gimli hat ja immer diese Steine mit Rissen. Und ja, Legolas die Zielscheiben. Ja. Das ist irgendwas Feuriges, keine Ahnung. Ja, na gut. Hä, wo bin ich denn? Ich bin wo ich noch nicht war. Was? Wer soll das machen? Da wird mir doch was angezeigt. Oder hochspringen und nichts. Aber irgendwie wird doch da eine Frau unten angezeigt. Ja, das Galadriel, die gibt einem immer Tipps. Ach so. Soll er das machen oder jemand anderes? Gimli kann mit seiner Axt riesige Hindernisse durchbrechen. Ja, hä? Ja, dann komm. Irgendwie, ne? Aber wenigstens bin ich mal hier, wo ich vorher noch nicht war.
Vielleicht wäre dann ja mal ein Weg frei, wenn es denn mal gehen würde. Ja, geht nicht. Keine Ahnung. Kann vielleicht Gandalf was machen? Aber dann, ja, ja, ich probier's mal. Gandalf, komm. Aber dann kommt immer Gimli, kann mit seiner Axt riesige Hindernisse durchbrechen. Achso, rissige, ja. Ist ja egal, auf jeden Fall. Macht er nix, der Arsch. Ich hab keine Ahnung. Check ich nicht. Naja, ich halte hier hinten noch die Stellung. Du sollst zurückkommen jetzt, wir wollen ja, zum Hauptquell. Aber nicht nee, scheiß da jetzt drauf. Der macht ja auch den anderen Scheiß hier nicht kaputt, den Kleinkram. Planlos durch Mittel. Guck mal, der macht nicht mal den Kleinkram kaputt. Okay. Gimli, du. Das kann das zum Beispiel nicht sein, dass er das gar nicht kaputt macht. Die anderen auch nicht. Doch. Doch. Ja, au. Gut. Worum mir macht's? Komm, Boromir. Boromir. Ja. Ganz ruhig. Aragorn kommt schon. Ja. Zusammen. Ja, gegenseitig. Wow, 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 wow. Nicht mich, nicht mich. Das Ding. Warte mal, ich werde dich mal. Das könnte natürlich eine Lösung sein. So hat er das nämlich da hinten auf dem Eisdings auch immer gemacht, auf dem Karadras. Ich hab gerade nichts, wo ich dich gegenwerfen kann. Legolas will schon wieder. Wie weit willst du mich denn wegtragen? Ja, weil ich gucken wollte, ob hier irgendwas an den Wänden ist. Ach, ich kann sogar zielen. Warte mal eben. Ja. Na, endlich. Tu was. Ja, du hast es. Ja, das wird sein. Komm, wirf mich. Wirf mich. Ach, das hat ja gut geklappt. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich, Leute. Wir haben's gleich. Nicht nach oben. Ein bisschen nach unten, bitte. Genau, dahin. Bam. Aber er wirft nicht. Warte, ich mach das mal eben. Kann ich mal Aragorn haben, Mann? Ja, dann nimm doch Lego, das ist mir doch egal. So. Du bist Aragorn, ich hab jetzt... So. So. Ach, er soll das machen. Er muss das machen. Okay, die anderen können ihn nicht werfen, dann eben der Gimli. So, komm her jetzt. Du fetter Klops. Ha! Ach, warum der... Wo war jetzt das X? X gedrückt halten. Und dann kannst du zielen. Komm, bei dir ist es dann noch Gold. War bei dir auch. Nee, das geht nicht. Gimli, komm schon. Nee, er wirft ihn tatsächlich nicht. Es ist etwas merkwürdig. Na, Legolas, oh, bitte, bitte nicht. Ich glaube, man kann sich die nur gegenseitig zuwerfen. Ja, das stimmt. Deswegen kann ich zum Beispiel auch... Ja, deswegen macht Legolas auch immer, hey, zu mir, zu mir. Aber das macht voll keinen Sinn. Ach, ich scheiße jetzt drauf. Komm weg von der Wand. Ja, ich hab den mal hin und her geworfen. So. Ja, lauf ruhig, alle an mir vorbei. Nein, oh Gott, in die eisigen Tiefen. Wer sich mir in den Weg stellt. Ja. Ich höre übrigens Saruman die ganze Zeit nicht mehr. Nein, wir laufen wieder ins Tal runter, sind wir blöd. Momentchen, Momentchen, wir wollen dahin. Ja, da wollen wir hin. Ja, das ist toll.
Sind wir doch richtig? Anscheinend schon. Sieht so aus. Ja. Ach ja, klar, das war ja da hinten. Ja, stimmt, da kommen wir her. Mhm. Ich erinnere mich, der blaue Pfeil war nicht weit. Kommen die anderen auch? Ist das immer für ein Geräusch? Weiß nicht. Hörst du es auch? Ja. Ach, das sind die blauen Dinger. Jo, dann wollen wir mal, ne? Jo, ne? Jo.